ab, ihr stinkenden Stinker! Wir schauen uns heute die 25 gefährlichsten Vögel aller Zeiten an. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like, da schaffen wir 555 Likes. Und falls ihr neu seid, abonniert den Kanal kostenlos. Es ist Weihnachten, ich würde mich sehr, sehr freuen. Let's go, Rainer! Hallo, willkommen für einem neuen Video. Verschiedenen Artikeln zufolge sollen Vögel neben Hunden, Katzen und Fischen die am häufigsten gehaltenen Haustiere sein. Aber wusstet ihr, dass einige Vögel auch sehr gefährlich sein können? Von Raubvögeln, die sehr groß werden können, bis hin zu Vögeln, die früher Dinosaurier erschreckten. Boah. Hier sind die 25 gefährlichsten Vögel. Digga, die sind so hinter der Wand gestanden, haben so gemacht so. Oh, jetzt kommt der T-Rex. Buh, Digga, Alter, dann sind die wieder weiter. Vögel aller Zeiten. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Alright, let's go. Platz 25. Wie du sehen kannst, hat der Great Northern Diver Bird furchterregend rote Augen, die es ihm ermöglichen, unter Wasser kristallklar zu sehen. Was diesen Vogel so gefährlich macht, ist seine Fähigkeit, seine Beute mit unglaublicher Geschwindigkeit anzugreifen. Außerdem hat er einen scharfen Schnabel, den er als Speer benutzen kann. Oh mein Gott! Digga, imagine mal, du könntest als Mensch kristallklar unter Wasser sehen, ohne Taucherbrille. Boah, wäre das geil! 24. Digga! Der Kampfadler ist der größte unter den afrikanischen Adlern. Wow. Es heißt, dass diese Vögel eine erstaunliche Flügelspannweite von 2 Metern haben. 2 Meter? Mit dieser Geschwindigkeit können sie Menschen anrempeln und ihre gefährlichen Beine einsetzen. Boah. Und nicht nur das. Die Berührung eines ihrer Beine könnte dir den Arm brechen. Was? Ich meine, da gibt's nicht mehr viel zu brechen, Digga. 21. Die Schneeeule sieht aus, als könnte sie dir viel Weisheit vermitteln, aber sie kann auch ziemlich... Die sieht aus wie bei Harry Potter, Alter. ...furchterregend aussehen. Diese Eule kann sich aggressiv auf Menschen stürzen und sich bis zu 5 cm tief in den Schnee eingraben, um Beute zu machen. Es ist auch schon vorgekommen, dass sie arktische Wölfe angegriffen hat. Wahnsinn. Nummer 22. Wahnsinn, Alter. Die Sporngans stellt keine große Gefahr für den Menschen dar, zumindest nicht als lebende Gans. Sie kann sogar giftig sein. Was? Das liegt daran, dass sie sich von Blasenkäfern ernährt. Ihr wisst... Was für Käfer? ...dass Flamingos nur deshalb rosa sind, weil sie sich von Garnelen ernähren? Nun, diese Gänse nehmen ein Gift namens Cantharidin auf, was? Von dem 10 Milligramm den Tod eines Menschen herbeiführen können. Was? Alter! Nummer 21. Vor etwa 62 Millionen Jahren lebte auf der Erde ein riesiger Laufvogel mit einem schrecklich aussehenden Schnabel. Dieser Vogel wurde im Zeitalter der Dinosaurier wegen seines Rufs Terrorvogel genannt. Bro, haben die Dinosaurier dann untereinander das gesagt? Oder haha, Terrorvogel, so ein T-Rex sagt es so. Haha, Terrorvogel. Dieser furchterregende Vogel stand wahrscheinlich an der Spitze der Hierarchie und hatte einen ungeheuer harten Tritt, den man sicher nicht spüren möchte. Der schöne harte Tritt, Alter, man kennt ihn. Ich kann mir vorstellen, dass du denkst, wie gefährlich kann ein Pinguin sein? Das ist der Felsenpinguin, die aggressivste Pinguinart, die dich einfach so angreifen könnte. Aber bevor das passiert, hörst du ihren Kampfschrei, ein Geräusch, das ekstatische Vokalisation genannt wird und dazu dient, ihre Anwesenheit oder die Grenzen ihres Territoriums anzukündigen. Hättest du jemals gedacht, dass Pinguine gefährlich sein können? Tschüss, Alter, Pinguine eigentlich immer süß, dachte ich, Alter, wegen Pinguine von Madagaskar, weißt du? Nummer 19. Alles in allem sind Aasfresser meist Vögel, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Bruder, heißt der Lappengesichtsgeier. Der Lappengeier ist wahrscheinlich der schlimmste aller Aasfresser und kommt als letzter zu einem Kadaver. Sein Schnabel, der zu den stärksten der Welt gehört, ist... Sorry, Alter, dass ich so aufgegangen, aber Lappengesicht, Digga, was ist das für ein Name? Einer der wenigen, die durchbohren können, was andere Aasfresser nicht erreichen. Boah. Er ist auch einer der aggressivsten Vögel Afrikas, der furchtlos viele Vögel, Fische, Reptilien und Säugetiere verfolgt. Alter, wenn der gesehen hätte, wie ich gerade über seinen Namen gelacht habe, Bro, der wird mich aufessen. Nummer 18. Junge. Habt ihr jemals von Australiens großem Emu-Krieg von 1932 gehört? Nö, es war tatsächlich ein echter Krieg, in dem das Militär gegen die Kraft, den Willen und die Wildheit des Emus verloren hat. Oha. Der Emu ist der zweitgrößte Vogel der Welt und kann eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erreichen. Ihre Lieblingswaffe sind die 3 Zehen an jedem Bein, mit denen sie bei Provokation jedes Tier oder jeden Menschen vernichten können. Was? Nummer 17. WTF? Pinguine haben ohnehin schon ein hartes Leben und der südliche Riesensturmvogel macht es noch 100-mal schlimmer. Sie sind für ihre aggressiven Tendenzen bekannt und neigen sogar dazu, Pinguinküken zu jagen. Wenn die Auswahl begrenzt ist,
jagen sie sogar etwas so Großes wie einen Albatros. Ei. Nummer 16. Eieieiei, Alter. Der Hasts-Adler ist ausgestorben. Zum Glück. Er ist eines der größten Raubtiere Neuseelands und der größte und schwerste Adler überhaupt mit einer Flügelspannweite von bis zu 3 Metern. Alter, ihr müsst mal überlegen, wie groß 3 Meter sind, Bro. Alter, das ist Wahnsinn. Das ist freaking Wahnsinn, Digga, Alter. Wir zeigen, dass er den Körper und die Flügel eines Riesenadlers, die Beine und den Schnabel eines Geiers und die Krallen eines Tigers hatte. Junge, Krallen eines Tigers. Nummer 15. Der geselligste Raubvogel Nordamerikas ist der Harris Hawk. Und er hat sogar eine Kunst daraus gemacht, wie man effektiv Jagd und Beute in die Enge treibt. Harris Hawks jagen regelmäßig in Paaren oder Dreiergruppen. Sie umzingeln die Beute, locken sie aus ihrem Versteck und verfolgen sie. Einer ihrer berühmt-berüchtigten Tricks ist es, aufeinander zu stehen, sodass der oberste von ihnen als Ausguck fungiert. Okay. Nummer 14. Interesting. Eine Wachtel ist ein Vogel, den man eher hören als sehen kann. Digga, Wachtel habe ich noch nie gesehen. Als Kind hat jemand immer so einen Typ, der hieß Johannes oder sowas. Das war so einer, der war in meiner Klasse. Der hat immer Wachteleier dabei gehabt. Digga, ich wusste nie, was das ist, Alter. Das ist eine Wachtel. Jetzt weiß ich's. Das ist eine Wachtel, Alter. Johannes, falls du zuguckst, machst du eh nicht. Dankeschön. Jetzt weiß ich, von wo du die Eier hast. Sie schleichen lieber umher, als sich der Gefahr zu stellen. Aber wenn die Brutzeit beginnt, können sie ziemlich aggressiv werden. Vor allem die Weibchen. Heftig, Digga. Ein weiterer Punkt, der Wachteln so gefährlich macht, ist die Tatsache, dass sie sich vergiften können. Eine Wachtelvergiftung kann eine Rhabdomyolyse verursachen, bei der die Muskeln zerstört werden. Und davon ist der... Nummer 13. Davon ist der Johannes die Eier? Wenn man von einem Geier hört, der sich zu 80% von Knochen ernährt, klingt das ziemlich erschreckend. WTF? Die bedrohliche Präsenz des Bartgeiers kann jeden erschrecken. Offenbar ist das etwas, womit sie geboren werden, denn von den 2 gelegten Eiern schlägt fast immer das größere Küken das andere aus. Dann jagt es weiter und trägt Beute, die fast so schwer ist wie es selbst. Bro, der mördert einfach seinen Bruder, bevor er überhaupt auf dem... Alter. Wahnsinnige Tiere. Nummer 12. Die Tierwelt ist mad, Alter. Der Habichtskauz hat eine der fiesesten Krallen im Tierreich und ist in der Lage, schweren Schaden anzurichten. Mhm. Das Schlimmste daran ist, dass sie dich entdecken und angreifen kann, während ihre Flügel keinen Ton von sich geben. Mhm. Sie sind also geräuschlos fliegende Vögel, die erst angreifen und dann Fragen stellen. Heftig, Alter. Heftig. Nummer 11. Heftig. Dies ist einer der gefährlichsten Raubvögel überhaupt und auch einer der schnellsten. Der Steinadler hat eine unglaubliche Geschwindigkeit und mit seinen Krallen kann er Kaninchen, Eichhörnchen und alles andere, was man sich vorstellen kann, schnell vom Boden aufschnappen. Der kann alles schnappen. Während der Paarungszeit muss man vorsichtig sein. Wahnsinn. Das Betreten ihres Territoriums ist für sie auch eine Einladung, jeden Eindringling anzugreifen. Junge. Nummer 10. Junge! Der Anhanguera Pterosaurus ist auch als alter Teufel bekannt. Bro, wie sieht der denn aus? Er lebte in der frühen Kreidezeit vor etwa 125 Millionen Jahren. Ein echter Anhanguera Pterosaurier würde eine Szene in Jurassic Park milde erscheinen lassen. Dieses Tier wäre erschreckend groß gewesen und hatte kräftige Flügel gehabt. Außerdem flog er flach über das Wasser, um Fische zu fangen. Wahnsinn, Bro. Nummer 9. Digga, wenn der einfach mal so auf deinem Haus landet, Alter, morgens. Digga, was machst du dann? Was machst du dann? Also den gibt's jetzt nicht mehr, weil es ein Dinosaurier ist, aber so. Der Gelbschnabel-Madenhacker sieht vielleicht nicht wie der stärkste Vogel aus. Der hat Fleischhacknetzehacker! Aber er kann durchaus sehr bösartig sein. Er ist auch als Zeckenvogel bekannt, da er sich auf Nashörnern ausruht und Zecken frisst. Es erfordert eine besondere Art von Mut, das zu tun, was sie tun. Untereinander sind sie aggressiv und wenn man mehr als ein Paar auf dem Rücken eines Tieres sieht, läuft der Countdown, bis es zum blutigen Kampf kommt. Alter. Nummer 8. Aber finde ich erstaunlich, dann gibt es wieder so Tiere, die andere Tiere vor Zecken bewahren und die fressen die Zecken auf, Alter. Wahnsinn. Im Allgemeinen sind Pelikane freundliche Vögel, aber am besten sind sie aus großer Entfernung zu bewundern. Ihre enorme Größe, schiere Wildheit und unverfälschte Angst vor anderen machen sie zu einer bemerkenswerten Bedrohung. Pelikane schrecken jedoch schnell ab und sie haben zufällig die größten Schnäbel von allen. Man sollte sich also nicht mit ihnen anlegen. Die größten Schnäbel. Nummer 7. So also. Wie gefährlich ein Vogel ist, kann man an der Beute erkennen, die er verfolgt. Der Kronenadler zum Beispiel jagt regelmäßig Tiere wie Antilopen, die das 7-fache ihres Körpergewichts wiegen. Wahnsinn. Mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde gibt es nicht viel, wovor er sich fürchtet. Interessant ist, dass der Kronenadler wie ein Leopard jagt. Sie schleichen sich an ihre Beute heran, beschleunigen und greifen an. Im Gegensatz zu den meisten Adlern, die ihre Beute packen und wegtragen, treffen diese Vögel ihre Beute mit einem tödlichen Schlag.
Nummer 6. Maschinen, Alter, Maschinen. Eines der gefährlichsten Tiere der Erde ist der Pfeilgiftfrosch, dessen Gift, das Batrachotoxin, so wirksam ist, dass es früher auf Pfeile aufgetragen wurde. Dieses Gift hat die Federn des Kapuzen-Pituhui-Vogels. Als einer der wenigen Vögel, die giftig sind, ist der Pituhui definitiv eine Vogelart, der man nicht begegnen möchte. Crazy, Mann, crazy. Nummer 5. Ich finde es so erstaunlich, wie es so kleine Tiere, Vögel, sonstiges gibt, die dich einfach so killen können, Alter, weil die so giftig am Ende sind, Mann. Studien zeigen, dass nur 9% der Elster, die Elster aggressiv gegenüber Menschen sind. Australische Elstern sind dafür bekannt, dass sie sich oft ein Ziel aussuchen, zum Beispiel einen Passanten oder Radfahrer. Sofort werden Verteidigungsmechanismen eingesetzt. Diese können vom harmlosen Tauchen bis hin zum Picken, Tauchen und Angreifen reichen. Not bad, Alter. Nummer 4. Platz Nummer 4, ich bin gespannt. Schwäne sind als Symbol der Liebe bekannt. Aber es hat sich herausgestellt, dass einige von ihnen sehr gefährlich sind. Darum, Alter, wenn ein Schwan auf dich zukommt, der kann dich angreifen, wenn der sauer ist. Junge, 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 Alter, ich hab voll Schiss vor denen. Unter der Höckerschwan. Er bringt dich Schiss vor denen. Das Besondere an ihnen ist, dass sie keine Angst vor Menschen haben. Mhm. Jedes Jahr gibt es Berichte über Höckerschwäne, die Menschen angreifen, sei es an Land oder in Kanus oder in Kajaks. Die Menschen können plötzlich überrascht werden, wenn ein wütender Schwan sie anstarrt und seine 2,5 Meter lange Flügelspanne zum Angriff ausbreitet. Digga, das ist heftig. Das ist heftig. Das Nummer 3. Die Harpei sieht nicht nur furchterregend aus, sondern ist auch mächtig und sehr gefährlich. Dieser Vogel hat Krallen, die so groß sind wie die eines Grizzlybären. Wow. Seine Beine, sie sind so dick wie deine Arme. Das bedeutet, dass sie mit der Kraft ihrer Krallen, Beine und ihrer schieren Bedrohung Faultiere, Affen oder Stachelschweine jagen und sogar durch den Wald tragen können. Wahnsinn, Mann. Nummer 2. Das ist so heftig krass. Ein Vogel, der einen anderen Vogel in vollem Flug fangen und mit eisernem Griff vom Himmel pflücken kann, als wäre er ein Nichts, wird euch sicher erschrecken. Wanderfalken gehören zu den stärksten, bewundernswertesten und gefährlichsten. Hat Magai einfach im Flug den anderen Vogel weggesnackt. Jägern der Welt. Ihre scharfen Augen fokussieren ein Ziel und mit ihren kräftigen Flügeln machen sie einen steilen Sturzflug, der Geschwindigkeiten von 320 Kilometern pro Stunde erreichen kann. Wahnsinn, Junge, Wahnsinn. Nummer 1. Wahnsinn. Was ist gefährlicher als all diese Vögel zusammen? Es ist der Casuaris, ein Vogel, der direkt aus dem Zeitalter der Dinosaurier stammen könnte. Eigentlich sind sie scheue Vögel und Angriffe sind selten. Aber wenn sie es tun, können sie sogar einen Menschen töten. Was? Kasuare sind die drittgrößten Vögel der Welt und können bis zu 2 Meter groß werden. Oh mein Gott. Sie können auch sehr hoch springen. Und wenn sie wütend genug sind, können sie sowohl über Land als auch über Wasser gehen, um dich zu jagen. What? Bist du jemand? Digga, die können ja alles. Digga, wieso habe ich davon noch nie gehört? Was? Yo, also dem werde ich nicht begegnen, Alter, wo auch immer die herkommen. Leute, das war ein sehr cooles Video, Alter. Checkt Weiße Eule ab, mal ein bisschen was über die Vogelwelt gelernt, ne? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Auf Wiedersehen, tschüss.